Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es mal wieder um das Programm Luminar und zwar genauer gesagt um Verläufe. Denn da gibt es eine ganze Menge verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Verlauf erstellen kann und das möchte ich dir in diesem Video einfach mal ein bisschen besser zeigen. Viel Spaß! Ich habe Luminar jetzt hier mal geöffnet mit einem Foto aus Dresden, was ich Ende letzten Jahres gemacht habe und ich möchte dir jetzt einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, wie ich hier mit Filtern bzw. mit Verlaufsfiltern arbeiten kann. Und da gibt es erstens Möglichkeiten hier über die sogenannten Filter und es gibt auch Möglichkeiten mit dem Verlaufswerkzeug. Ich zeige dir jetzt als erstes mal die Möglichkeiten hier mit dem Filter und dazu gehe ich jetzt hier einfach mal auf Filter hinzufügen und ganz unten hier unter Werkzeuge haben wir zum einen mal den anpassbaren Verlauf. Den klicke ich jetzt einfach mal an. Und der öffnet sich hier. Und wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz den Filterkatalog wieder zu. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Einmal für das Ganze für oben anwenden und einmal für unten. Wenn ich jetzt hier sage oben, dann bearbeite ich dementsprechend hier oben die Belichtung. Die kann ich jetzt hier mal dunkler machen. Ich mache das jetzt hier mal relativ stark, damit du das ein bisschen besser siehst. Ja, also du siehst jetzt hier, die obere Bildhälfte wird komplett abgedunkelt. Ich kann jetzt hier übrigens auch noch die Ausrichtung einstellen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, diesen Verlauf zu verschieben. Also je nachdem, wo mein Horizont in dem Bild ist, kann ich diesen Filter hier verschieben und damit das Ganze hier so ein bisschen noch anpassen. Also mein Horizont liegt jetzt hier ziemlich genau in der Mitte, von daher passt es auch ganz gut. Und genau, viel mehr muss ich hier eigentlich gar nicht machen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, das Ganze von der Verlaufsstärke noch so ein bisschen zu regulieren. Das heißt, ich kann den Verlauf hier noch ein bisschen weicher machen, indem ich jetzt hier oben oder unten an den jeweiligen Kanten ziehe. Und dadurch wird dieser Verlauf einfach noch ein bisschen weicher. So, die Ausrichtung nehme ich jetzt hier mal wieder weg. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt hier mal auf unten und da mache ich die Belichtung einfach mal ein bisschen heller. Und jetzt siehst du auch schon hier, was passiert. Ne? Also oben habe ich es dunkler gemacht, unten habe ich es heller gemacht. Jetzt natürlich einfach mal ein bisschen übertrieben. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wie gesagt, sowohl unten als auch oben die Belichtung, den Kontrast, die Dynamik und die Farbtemperatur einzustellen. Unten könnte ich jetzt hier zum Beispiel die Farbtemperatur noch ein bisschen wärmer machen. Das ist jetzt natürlich alles nur so ein bisschen rumgespielt. Ne? Das ist, sollte man jetzt auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen, was ich jetzt hier mache, sondern es geht einfach nur darum, dass ich dir hier die Möglichkeiten mal zeige. Ja, also das ist die erste Möglichkeit. Und wie ich finde, ja, man hat ein bisschen wenig Möglichkeiten irgendwie. Also die Verläufe oben und unten sind super. Aber das Problem ist, ich kann nur Belichtung, Kontrast, Dynamik und Farbtemperatur einstellen. Und das ist für mich ein bisschen wenig. Ich nehme jetzt hier diesen Verlauf einfach mal raus, indem ich das jetzt hier einfach mal wegnehme und sage jetzt hier Filter hinzufügen erneut und gucke jetzt mir mal die andere Möglichkeit an. Und das ist hier Beleuchtung oben und unten. Und hier kann ich auch wieder die Ausrichtung einstellen. Ich mache jetzt hier wieder den Filterkatalog zu. Kann jetzt auch hier wieder sagen, ich möchte den Verlauf hier verschieben. Ich kann auch hier wieder genau das gleiche einstellen. Ich kann ihn hier weiter auseinanderziehen, damit das Ganze ein bisschen weicher wird. Ich kann den Verlauf auch drehen. Ja? Also das siehst du jetzt hier, wenn die Maus sich ein bisschen ändert. Wenn ich jetzt hier quasi um dieses Viereck, um diesen Kreis hier drumherum bin, dann kann ich das Ganze auch drehen. Die Ausrichtung lasse ich jetzt erstmal so. Bei dem Filter ist es tatsächlich so, ich kann jetzt hier oben die Helligkeit einstellen und ich kann unten die Helligkeit einstellen. Aber ich kann, wie gesagt, nur die Helligkeit einstellen. Und jetzt frage ich mich persönlich als Anwender, dieser Filter macht ja im Endeffekt genau das Gleiche wie der Filter darüber, nur dass er noch weniger Funktion hat. Ja? Und da frage ich mich persönlich, warum hat man da eigentlich zwei unterschiedliche Filter? Vielleicht können wir die Programmierer das irgendwann mal beantworten, diese Frage. Ich frage es mich einfach, was das für einen Sinn hat, wenn man mehrere Filter hat, die im Endeffekt genau das Gleiche machen. Also da leidet halt auch einfach so ein bisschen die Übersichtlichkeit des Programms drunter, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem jetzt hier mal so als Möglichkeit dargestellt. Also man kann das hier auch mit diesem Filter machen. So. Ich finde aber auch diesen Filter hier nicht wirklich optimal, weil man, wie gesagt, noch weniger einstellen kann als schon beim ersten Filter. Deswegen lösche ich jetzt einfach mal beide wieder. Und was ich jetzt machen möchte, ist eine neue Einstellungsebene hier oder eine neue Nachbearbeitungsebene einfügen. Und hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier mal auf diesen Pinsel klicke, dann kann ich jetzt hier eine Verlaufsmaske erstellen. Und mit gedrückter Maustaste kann ich jetzt hier einen Verlauf ziehen und das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Ja, ungefähr so, dass wir jetzt hier wieder den Horizont in der Mitte haben. Ich mache das auch einigermaßen gerade. Und jetzt habe ich die Möglichkeit,
hier ganz normal meine Filter hinzuzufügen, die ich gerne hätte. Und dann nehme ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Entwicklung hier, also entwickeln. Ja? Und kann jetzt hier zum Beispiel die Belichtung ein bisschen dunkler machen. Und jetzt der große Vorteil an dieser Geschichte ist einfach, dass ich jetzt hier im Prinzip alle Filter, die ich so habe, verwenden kann. Also ich kann jetzt hier meine ganz normale Entwicklung machen mit Belichtung, Glanzlichtern, Schatten, Weißtönen, Schwarztönen, Klarheit, Kontrast und so weiter und so fort. Alles mit dabei. Ich kann aber auch jeden anderen Filter hier verwenden. Ich kann zum Beispiel auch Dunst entfernen in einen Verlauf packen. Und das ist für mich die beste Möglichkeit eigentlich, wie ich mit Verläufen arbeiten kann. Ja? Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal noch den Dunst entfernen dazu packen. Und auch wenn ich das jetzt hier anwende, siehst du, dass das auch nur in dem Himmel passiert. Und wie gesagt, das ist für mich die beste Variante, weil ich erstens mal die volle Kontrolle wirklich darüber habe. Ich kann alles in diesen Verlauf packen und nicht nur eine Belichtung oder einen Kontrast oder eine Farbtemperatur, sondern ich habe hier wirklich alle Filter, die mir hier zur Verfügung stehen, die kann ich auch in den Verlauf packen. Und deswegen gibt es für mich eigentlich auch nur diese eine Möglichkeit und es ist ja ähnlich wie in Lightroom. Ja, da ziehe ich auch mit einem Filter, mit einem Verlaufswerkzeug quasi einen Verlauf in das Bild und habe dann die Möglichkeit, alle Regler da zu verschieben. Von daher mein Tipp, wenn du Verläufe ziehst in Luminar, dann verwende hier auf jeden Fall eine Nachbearbeitungsebene und dann einfach hier den Verlaufsfilter, dann hast du die meisten Möglichkeiten. Wahrscheinlich wird es auch Leute geben, die die anderen beiden Filter in irgendeiner Art und Weise benutzen, vielleicht weil es ein bisschen einfacher in der Anwendung ist. Ich persönlich sehe da eigentlich keinen Sinn drin, diese Filter überhaupt in Luminar drin zu haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt kein Technikexperte, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Filter das Programm halt einfach nur aufblähen und vielleicht auch ein Stück weit langsamer machen. Von daher sollte man sich überlegen, ob man da nicht einfach so ein bisschen an der Schlankheit des Programms arbeitet und damit das Programm vielleicht auch ein bisschen schneller bekommt. Aber das waren nur so ein paar kurze Meinungen von mir, ein paar kurze Sätze mit meiner Meinung drin. Ihr könnt gerne mit mir unten in den Kommentaren darüber diskutieren. Vielleicht habe ich ja auch irgendeine Funktion übersehen, die diese beiden Filter rechtfertigen und die mit dem normalen Verlaufsfilter gar nicht funktionieren. Dann natürlich auch unten in die Kommentare damit. Ansonsten natürlich einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video gefallen hat und wenn du noch Fragen hast dazu, einfach unten kommentieren. Den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn es kommen jede Woche zwei neue Videos zum Thema Bildbearbeitung und Fotografie und so weiter und so fort. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Bildbearbeiten und Fotografieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!